Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der mir bei Facebook und bei Instagram folgt, der hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Meine kleine KTM Duke 96R ist bei der Anreise in den Harz leider kaputt gegangen. Im Endeffekt war es dann, glaube ich, die Hydraulikpumpe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Konnte in jedem Fall nicht einfach so repariert werden, war also kein Leck oder so, sondern war halt wirklich ein ganzes Teil, was ausgetauscht werden musste. Genau, die Maschine musste abgeschleppt werden. Ich hatte halt keinen Druck mehr auf dem Kupplungshebel und konnte den ersten Gang dann auch teilweise auch nicht mehr rauskriegen. Nur mit ganz viel Glück, weil noch so ein bisschen Restdruck da war, konnte ich dann halt den ersten Gang, den ich zum Anfahren schon eingelegt hatte beim Losfahren, dann noch rauskriegen, weil ich stand im Grunde an der Kreuzung. Zwar an einer nicht sehr belebten Kreuzung, aber schon so, dass ich mich nicht vom Feld bewegen konnte, und das war natürlich ein bisschen ungünstig. Und da habe ich den Gang zum Glück rausbekommen und habe die Maschine halt so hoch nach vorne und hinten geschüttelt, damit da rausging. Und ja, dann konnte ich dann endlich das Motorrad zur Seite schieben und habe dann halt die KTM-Service angerufen von dieser Karte, die ihr bekommt, wenn ihr eine KTM kauft. Zumindest bei der Duke 96R war eine dabei. Die gilt dann halt 2 Jahre und entsprechend konnte ich dann halt kostenlos abgeschleppt werden. Ich habe kostenlos einen Mietwagen zur Verfügung gestellt bekommen und konnte dann halt die 2 Tage, die ich auf die Maschine jetzt gewartet habe, mit dem Auto rumfahren. War ein Skoda Octavia, gar nicht mal so schlecht, auch dieser Abstandstempomat mit Radar vorne, der sich dann halt an ein Auto klebt und entsprechend die Geschwindigkeit mitfährt bzw. mit Brems, was ich genial finde. Ich hatte zwar einen Schaltwagen, aber in Kombination mit einer Automatik kann ich mir das sehr genial vorstellen, denn so musste man ab und zu noch mal schalten, aber mit der Automatik muss man dann gar nichts machen. Das ist voll geil, auch in Kurven hat das super funktioniert. Ja, und jetzt habe ich meine Maschine gerade abgeholt. Die Jungs, super, ey, super geiler Laden. Super schnell reingequetscht. Es ist mitten in der Saison. Ich habe gesehen, da waren irgendwie unendlich viele Aufträge. Und die haben das Motorrad halt reingequetscht, weil ich halt jetzt hier im Urlaub bin. Und dann natürlich auch das Motorrad brauche und fahren möchte. Den Wagen hätte ich jetzt bis Freitag gehabt. Aber ja, umso schneller, umso besser. Jetzt kann ich noch morgen, übermorgen, also 2 volle Tage fahren. Heute werde ich nicht mehr viel machen. Das Problem ist, ich war heute Morgen auf der größten Seilbahn der Welt. Nicht Seilbahn hier, Seilbrücke. Ich weiß den Namen schon wieder vergessen, sorry. Im Harz halt. Und ich bin wirklich müde, weil ich auch gestern den Brocken bestiegen habe. Und das waren ja dann auch nochmal 7 Kilometer hoch mit hartem Gelände. Und dann 8 Kilometer runter, weil ich einen anderen Weg gegangen bin. Und das war entsprechend ja, sehr, ja, energiezehrend, wenn ich es mal so sagen möchte. Und ja, deswegen werde ich jetzt nur noch nach Hause fahren. Das ist immerhin eine Stunde, glaube ich, 60 Kilometer. Und ich fahre am Torfhaus vorbei. Mal schauen, vielleicht halte ich an. Weiß ich noch nicht, je nachdem, wie spät es sein wird. Und weil ich bin schon wirklich müde und ich will jetzt auch kein Risiko eingehen. Und dann halt müde irgendwie rumfahren, in Kurven fahren. Allein schon als ich mit dem Auto gefahren bin, war es mega geil. Und ich kann es mir erst gar nicht vorstellen, wie es dann halt mit dem Motorrad sein wird. Sorry. Und ja, ihr seht, vielleicht haben die mir die Spiegel unten angemacht. Ich musste die leider für den Transport mit dem Abschlepper abnehmen, weil das wurde hier ran befestigt, hier mit der Bremse befestigt. Und das ging halt nicht mit den Spiegeln, muss ich abnehmen. Ich habe den halt nicht vergessen zu sagen, dass ich die nach oben habe, wie die uncoolen Leute, nicht wie die coolen Leute nach unten. Denn ich möchte irgendwas sehen und hier sehe ich gar nichts. Ich sehe 0, nichts. Egal welche Position ich versuche, ich sehe den Asphalt. Das sehe ich. Wenn ich so gucke, sehe ich es. Ich muss das irgendwie verschieben. Ich muss mal schauen, ob im Bordwerkzeug ein Imbusschlüssel drin ist. Und der passt, dann mache ich die nach oben. Ansonsten vielleicht mal irgendwie im Hotel fragen, ob die vielleicht leichtes Werkzeug haben oder so. Mal schauen, also so ein Imbus müsste ja eigentlich jeder haben. Oh, ich hätte einfach mein Werkzeug mitnehmen wollen. Aber ich war schon, so viel Mist habe ich mitgenommen, den ich gar nicht brauche, aber egal. Genau, und jetzt kann ich fahren, zum Glück.
Ich werde auf jeden Fall, je nachdem wie das Wetter wird, die haben ja schon von morgen so ein bisschen Regen angesagt, also mal schauen, auf jeden Fall dann mehrere Punkte gleichzeitig anfahren. Vorher wollte ich ja halt einen Tag dahin, einen Tag dahin. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich Donnerstag und Freitag so einmal eine Runde oben und in der Mitte zurück und einmal eine Runde unten mit Kiffhäuser und wieder nach oben zurück. Also so wird es dann halt die Plan. Es ist auch mega warm, es sind 30 Grad. Und ich bin echt nur am Schwitzen. Ich habe im Grunde nur meine Sicherheitskleidung an und sonst nichts. Und entsprechend warm ist. Ich habe auch alles an der Jacke auf. Ups. Alles an der Jacke auf, was nur geht, um halt so viel wie möglich Luft einzufangen. Aber ich werde jetzt auch nicht zu schnell fahren, denn als ich hergefahren bin, waren es 4 Blitzer schon aufgebaut auf der Strecke zum Torfhaus und runter. Und ja, ist natürlich dann suboptimal, wenn man dann direkt geblitzt wird. Ich hoffe, ich wurde mit dem Mietwagen nicht geblitzt. Ich bin insgesamt 300 Kilometer mit dem Mietwagen gefahren. Aber da KTM das alles bezahlt, also so wie der Typ mir das gesagt hat, ist das Abschleppen alleine hätte es halt 270 Euro gekostet. Plus dann noch die Reparatur, was weiß ich. Und dann der Mietwagen allein 200 Euro. Allein für das Hinbringen zur Werkstatt verlangen die 21 Euro. Boah. Wenn ich das alles selbst bezahlen müsste, wäre ich mit Sicherheit über 500 Euro los. Aber zum Glück hat man diese Mobilitätsgarantie von KTM und ich finde das super. Also ich hatte ja so die Zweifel, dass ich bis 18 Uhr da ins Hotel komme. Bis dahin ist nämlich nur die Rezeption, bis jetzt ist so ein ganz kleines Hotel. Aber hat alles wunderbar geklappt. Ich war glaube ich 17 Uhr da oder so, habe mich dann ins Bett gehauen und da war ich bedient. Ja gut, ich bin dann noch kurz zu Rewe gegangen und habe mir ein Abendessen geholt. Aber dann habe ich Fußball geguckt. Heute ist ja kein Fußball, deswegen mal schauen. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal einkaufen gehen. Ja, insgesamt, also erster Eindruck vom Harz. Die erste Frage, die ich mir stelle, wieso wohne ich nicht hier? Die Straßen sind so geil. Klar, einige sind nicht so gut. Da sind ganz viele ich will nicht sagen Schlaglöcher, aber schon so kleinere Beschädigungen, die auch riskant werden können in Spitzkern. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, dass das hier ein ganz anderes Motorradfahren wahrscheinlich sein wird. Deswegen werde ich Piano machen schon mit dem Auto, was nicht so einfach zu fahren. Aber insgesamt, ja, ich habe mich meiste Mal ein anderes Auto geklemmt und dann hat der Tempomat halt alles gemacht. Oh, ich bin schon wieder, ich bin nur am Schwitzen. Es ist unglaublich warm. Aber ich bin froh, dass die Maschine heil ist und ich bin froh, dass das nur 2 Tage gedauert hat. Oh Mist, was ist hier los? Hätte natürlich auch länger sein, also er meinte vielleicht im schlimmsten Fall, ich habe keine Spiegel, ey. Im schlimmsten Fall hätte es halt bis Donnerstagabend gedauert, dann hätte ich nur noch den Freitag, wenn ich es überhaupt am Donnerstag abholen hätte können. Aber ja, insgesamt nochmal alles gut gegangen, klar, 2 Tage verloren, aber was soll's. Besser 2 Tage jetzt noch chillig rumfahren, als dann überhaupt nicht mehr fahren zu können. Und die Maschine ist halt jetzt repariert. Und da passiert hoffentlich jetzt nichts mehr. Insgesamt also eine unschöne, besonders wenn man halt nur eine Woche Urlaub hat. Wenn ich jetzt 2 Wochen hätte, wäre es halt egal. Aber so habe ich halt den Brocken bestiegen, was ich hätte sonst nicht gemacht hätte. Und ich habe halt die größte Seilbrücke der Welt, bin ich mal drauf gegangen und habe mir da halt angeguckt, wie die Motorräder durch den Tunnel rasen. Oh, sorry, bin irgendwie voll durstig. Und insgesamt deswegen Piano, ich habe noch 2 Tage, kann ich chillig durch den Harz düsen und was machen. Und werde mal schauen, dass ich noch ein paar schöne Bilder einfangen kann. Ach ja, ist das schön. Das Geile ist ja, ich habe Urlaub. Was will man mehr? Was soll ich mich da aufregen? Ich habe auch schon gleich zum Abschleppwagenfahrer gesagt, ja, passiert halt. Wenn ich mich aufrege, wird es auch nicht besser. Ist natürlich besser gefunden, wenn ich irgendwie ein Mietmotorrad gekriegt hätte. Aber ich kann auch verstehen, dass das vielleicht zu riskant ist, sowas zu verleihen. Wobei ich auch nicht explizit danach gefragt habe. Ich war halt an dem Tag auch bedient. Ich wollte mir den Stress auch nicht anmerken lassen. Ein bisschen abgehauen, habe halt ein bisschen Fußball geguckt. Ja. Ey, 200 Jahre alt oder so, die Oma. Unfassbar, die guckt gar nicht in meine Richtung. Ich habe schon gespürt, dass die losfährt. Was soll die Scheiße? Also im Harz auf jeden Fall aufpassen. Mehr als sonst.
Weil hier auch die Autofahrer, wie sie hier fahren, ist es schon sehr gefährlich. Teilweise durch Kurven, wo sie dann auf die Gegenfahrbahn kommen, wo ich fast einen Unfall gehabt hätte mit dem Mietwagen. Da ist nämlich so ein riesiger Transporter einfach so, keine Ahnung, da war 60 und erst mindestens mit 100 irgendwie durch die Kurve gerast und kam halt auf meine Spur und musste ich ausweichen und fast auf den Randstein kommen. Also wenn ich den Mietwagen noch kaputt gemacht hätte, das wäre es ja noch gewesen. Aber wie dem auch sei, ich bin frei. Hab nicht erkannt, was das ist, ein Roller oder ein Motorrad war ein Roller. Aber ja, ich freue mich. Endlich fahren. Drückt mir die Daumen, dass es nicht regnet. Aber wenn das Video kommt, ich schneide das nicht hier. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, ich gehe heute noch mal kurz was essen. Und dann, ja, mal schauen. Pennen. Und entsprechend dann morgen und übermorgen werde ich dann fahren. Am Samstag muss ich halt schon zurückfahren. Am Mittwoch danach muss ich schon wieder nach Berlin. Also, ach ja. Nur unterwegs, aber was soll's. So ist das Leben halt. Gut, das war's auch mit dem, ja, enttäuschenden ersten Video. Ich habe ein Video aufgenommen, so ein paar Szenen, als ich hergefahren bin von Wilhelmshaven nach Hannover, aber das war einfach langweilig. Da ist nichts passiert, das werde ich gar nicht erst veröffentlichen. Ich werde einfach jetzt hier noch ein, zwei Videos machen nach diesem und dann easy going die Zeit noch genießen hier mit diesen wunderbaren Straßen. Das ist ja noch nichts hier. Die guten Straßen kommen erst noch. Die kommen erst, wenn ich dann halt in die Gegend von Braunlage und weiterkomme. Da sind schon mega Kurven dabei. Deswegen kann ich verstehen, dass hier keine Angststreifen hat. Aber ist ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das erste Video. Zwei Folgen wahrscheinlich noch. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mitbekommen wollt, was ich sonst so nebenbei treibe, dann folgt mir gerne bei Facebook oder Instagram, das sage ich ja nicht gerne, aber ich kann halt zwischendurch nichts schneiden. Und wenn sowas passiert wie jetzt, bin ich halt auf die anderen Plattformen ausgewichen, wo ich halt kurz was teilen kann. Also wundert euch nicht, wieso die Harz-Videos erst ein bisschen später kommen. So, jetzt aber, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.